Oh, ich hab Angst, ne? Ich hab echt Schiss. Na! Ah! Eins, zwei, drei. Hallo Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Resident Evil 7. Wir sind hier im Salon, nicht wundern, aber ich hatte mich ja daran erinnert, es gab eine Krähentür und wir haben den Krähenschlüssel und schaut mal da, seht ihr das? Was das auch immer ist, das kriegen wir jetzt. Krähenschlüssel, ja, mach mal auf. Wir brauchen mal wieder ein kleines Upgrade. Okay, Festbrennstoff. Oh, was ist das? Das ist der Granatwerfer. Okay. Vorratsraum. Schießpulver. Was haben wir noch hier? Oh. Nicht genug Platz? Wie? Was ist das? Achso, okay. Lass mich verarschen. Nicht genug Platz? Dieses ständige keinen Platz haben, ne? Und das Problem ist, ich kann jetzt etwas wegschmeißen. Ciao. Wir brauchen deutlich mehr die Schrotflintenmunition. Ah, das können wir immer noch nicht mitnehmen. Dann müssen wir uns das merken. Dann passt das jetzt schon. Wir haben ein bisschen Munition bekommen. Den Granatwerfer können wir direkt wegpacken, weil, ja. Also, wenn überhaupt, ist es sowieso nur was für Bosskämpfe, ne? Das sollte jedem klar sein. Den einfach gegen irgendwelche Molded oder sowas zu verschwenden, ist, glaube ich, ein bisschen hirnrissig. Bin mal gespannt, ob es wirklich, wie viele Waffen es gibt. Also, wir haben ja schon mitbekommen, es gibt noch mindestens eine Pistole, zwei Pistolen sogar, zwei unterschiedliche Pistolen noch. Es gibt die Magnum, die wir hier in dem Dingens haben. Und es gibt auch noch die Pistole, die wir ganz am Anfang gefunden haben. Wir haben ja hier sogar eine defekte Pistole. Was tun wir weg? Den tun wir weg. Das tun wir auch erstmal weg. Die brauchen wir. Das behalten wir. Ja gut, okay, das tun wir vielleicht erstmal weg. Den Krähenschlüssel behalten wir auch. Okay, dann geht's wieder ab zum Haus. Die Lampe anbringen. Ist das hier? Ja, das ist hier. Okay, wir haben alles nachgeladen, ne? Ja. Na gut, für den haben wir noch nicht genug Munition in die vollzuladen. Oh Gott. Ich bin verdammt gespannt, ob die Alte jetzt tot bleibt. Echt, also. Eigentlich müsste sie's. Weil. Ja, weiß ich nicht, wenn man immer wieder gegen dieselbe Scheiße kämpft, irgendwann wird's ja auch ein bisschen müde. Irgendwann wird man ermüden. Okay. Was war denn das? Spielt da etwa jemand? Och Mann, ich. Oh nein. Pass auf. Wir müssen ja jetzt hier lang, ne, da die zweite Lampe reintun. Und zieht euch das mal rein. Es gibt ein Zimmer für Hausarrest. Ja, hört sich ziemlich gefährlich an. Ich hoffe, es hat gerade keinen Hausarrest. So, Tür auf. Können wir die wieder nehmen? Nein. Ja, toll. Und alles dunkel. Oh, bitte lass es hier keine Baby-Zombies oder so eine abgefuckte Scheiße geben. Nein. Okay. Ich fühle mich unwohl. Vor allem, weil wir mal einfach kaum noch Munition haben für die Flinte. Okay. Ich will nicht spielen. Wer auch immer da ist, ich habe keine Lust. Keine Lust, keine Lust. Evelyn. My family, ja, wunderschön. Geh bitte, ja? Ich möchte nicht. Ganz schön viele Schuhe. Boah, nee, hier soll nichts mit Kinderscheiße. Ich will hier nichts mit Kindern haben. Irgendwelche Baby-Zombies, wie das bei Dead Space war, das war so ekelhaft.
Oh nein. Oh. Oh nee. Boah, mir bleibt voll die Spur. Ich muss kurz was trinken. Oh. Oh Mann. Ey, jetzt gerade habe ich echt Schiss. Ja. Hä, geht's hier nicht weiter? Ich glaube, ich höre Molded. Ich weiß halt nicht. Okay, ich will aus diesem Zimmer raus. Und wir brauchen aber einen Arm von... Ja, ja, hier sind irgendwelche Molded 100 Pro. Oder? Hier sind doch Molded, oder? Nichts anderes. Boah, das ist voll das Psychospiel. Und ich habe Angst, dass wenn ich irgendwas lese, hier irgendwas kommt. Irgendwas stimmt nicht mit... Was? Irgendwas stimmt nicht mit ihr? Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Ja, hier stimmt mit gar keinem was, Mann. Ich... Ja, okay. Oh, Mann. Warum... Warum muss denn auch Mia entführt werden? Wieso? Was, wo sind wir hier? Kontaminierter Raum. Und wir kommen zum Zimmer für Hausarrest. Ja, das hört sich so scheiße an. Da ist doch... Ja, bitte. Keine Art Hausarrest. Wisst ihr, das Geile ist halt, hier ist nicht mal was. Also zumindest noch nicht. Aber hier ist nichts. Ich gehe durch jeden scheiß Raum und nichts ist hier. Ey. Bleib fort. Okay. Okay. Bitte. Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst, ne? Ich hab echt Schiss. Ah! Ich will fortbleiben. Ich möchte nicht. Die hat uns doch gewarnt, Mann. Bitte, tu mir nichts. Bitte tu mir nichts. Bitte tu mir nichts, bitte tu mir nichts, bitte tu mir nichts, bitte tu mir nichts. Okay. Ich weiß, du hast gesagt, ich soll wegbleiben, aber ich wollte nach dir gucken. Hallo? Wo bist du? Wo bist du? Ja, das hätte ich jetzt auch so gesehen. Alter, nee. Oh, das Ding lebt, oder? Ich hab grad nicht auf dich geschossen. Ich will einfach deinen Arm. Ja, die lebt 100 Pro. Oh, das ist ultimativ ekelhaft. Ja. Hör auf mit dieser Musik. Oh, das Kind ist me... Ich trau mich nicht, mich umzudrehen, ne? Hier ist irgendwas. Geh weg, geh weg. Verpiss dich. Verpiss dich. Okay, geh weg. Geh weg. Okay, ich möchte einfach nur hier weg. Ich möchte einfach, das ist das Schlimmste, was es hier gibt. Ich möchte weg, ich möchte weg, ich möchte weg, ich möchte weg. Einfach weg, einfach weg. Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr. Verpiss dich, ich möchte nichts mehr von euch wissen. Ich hab den Arm, ich hab den Arm, ich hab den Arm. Schubdidu, schubdidu, schubdidu. Bitte, tu mir nichts, ich bin doch weg. Da ist was. Irgendwo. Keine Ahnung.
Das ist wieder irgend so ein... Fick dich. So. Kein Problem. Da ist das Klavier. Dann gehen wir schön weg. Ich möchte einfach zum Wohnwagen kommen. Mehr möchte ich nicht. Ohne Zwischenfälle, okay? Ah! Wieso? Nee. Hast du ihn gefunden? Ja, ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Ja. Jetzt. Schnell. Geh. Boah, das war... Ich will nicht wissen, wer das gesagt hat mit bleib weg. Echt, das interessiert mich halt einfach nicht. Ist doch wohl noch erlaubt. Ich möchte einfach gehen. Bitte lass mich einfach zum Wohnwagen kommen, ja? Und raus. Bitte. Oh. Ist es heller? Ist es irgendwie voll hell? Einfach zum Wohnwagen, einfach zum Wohnwagen, einfach zum Wohnwagen. Bitte. Bitte lass es nicht so sein, dass wir kurz vor der Tür von irgendwie Jake, nicht Drake. Komm da mal an. Come here on my cell phone. Bitte. Oh, das war so schlimm da drin. Das Jenseits gibt keine Ahnung. Das war so schlimm. Alter Vater. Oh, Zoe. 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 So. Ich dachte, wir treffen uns hier. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein! Das ist familienintern, Ethan! Und nicht deine Sorge! Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich gebe ihn dir! Aber nur, wenn du an einer kleinen, Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe, nur für dich! Welche Aktivität? Oh, oh, oh! Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Okay, ich tippe mal nicht darauf, dass da ein Schocker drin ist, sondern einfach nur... Hör, da ist ja der Kopf, oder was? Geil. Nee, hä? Hä? Wie? Ja, war, soll es das jetzt gewesen sein? Ach so. Ist da irgend... Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Ach, den Zerlegungsraum... Das Schwein... Bestimmt der Kopf. Ne, Bulle. In irgendeiner Art und Weise ist das bestimmt irgendwas. Oh Mann. Boah, ich schwöre euch, dieser Raum hat mich fertig gemacht. Das war... Ja, ich hoffe, ich glaube, man hat das gemerkt. Das... Hat gerade irgendwer gelacht? Ey, das war so schlimm. Oh, nee. Da, ey, ich bin so froh, hier drin wieder zu sein. Okay, das Schwein. Ey, Kumpel, ne? Ich weiß nicht, wie du heißt. Ich nenne dich jetzt einfach mal Hipster-Sohn. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Munition mehr. Ich kann dir damit nichts groß kampftechnisch dienen. Ich habe mein Messer immer dabei, aber das ist unfair. Das wäre, als würde man mit, zu einer Messerstecherei mit einer Knarre kommen. Nur, dass eure Knarren irgendwie 3 Meter groß sind und dicke, fette Krallen haben. Oh Mann. Okay. Ja, gut. So toll ist das jetzt auch wieder nicht. Also, da gibt's Besseres. Zerlegungsraum, Zerlegungsraum. Oh, ist noch was hier? Nee, da war ich schon dran.
Oh, oh Gott. Oh, was ist das? Nee. Ich hoffe mal, dass die Gegner nicht neu spawnen oder irgendwie, ne? Ich hoffe einfach, dass man jetzt hier durchkommt, ohne irgendwelche Sodom und Gomorra. Moment. Ich möchte das. Und jetzt ist mir auch kackegal, ob man das am besten macht, wenn man irgendwie nicht aufnimmt. Aber dieser Raum, das hat mich so gefickt. Ich schwör's euch. Boah, das war so. Ich weiß nicht mal, warum das so schlimm war. Das war halt. Ja, doch. Es war halt. Oh, keine Ahnung. Es war mega gruselig. Es ist vor allem irgendwie 5 Uhr morgens. Jeder ist am Pennen. Das heißt, ich kann nicht mal mit irgendeiner Menschenseele reden. Wahrscheinlich nach diesem Spiel bin ich einfach so ein Wrack. Sitze einfach in meiner Ecke und mach die embryonale Stellung nach. War das Feuer auch schon? Wir können hier durch, oder? Ja, hier war Licht an. Fick dich. Boah, nee. Also jetzt muss ich ehrlich sagen, ich kann es nicht abwarten, wenn der Part zu Ende ist. Sorry, aber das ist echt... Oh, Mann, nein! Geh doch! Diese Alte, ne? Und irgendwann kommt da mega der Schocker. Boah, wartet ab. Irgendwann, ich sag's euch, das ist der härteste Bosskampf in diesem ganzen Spiel. Die scheiß Oma. Ist alles dunkel. Und der Kopf hängt nicht mehr da. Das war ja klar. Oh, hier ist noch Licht an. Was ist denn jetzt los? Ernsthaft? Die großen, langsamen Dinger haben nicht gereicht. Jetzt müssen es auch noch kleine, schnelle, blutrünstige Bestien sein. Oh Mann. Oh nee, 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 nee. Ich hab keinen Bock. Ey, ich hab noch einen Schrotflintenschuss, ne? Das wird hier nichts mehr. Toll, danke. Warum hat er hier die Lichter ausgemacht? Kann ich jetzt auf den... Moment, der hat gar keinen Kopf mehr. Was steht da? Zeig, dass du ein echter Mann bist. Steck deine Hand... Ach, nein! Ja doch, musst du. Oh, Moment. Die Totenstarre muss eingesetzt haben, seine Gelenke sind steif. Ja, schön. Ein abscheulich süßlicher Gestank, er fängt an zu verwesen. Und jetzt soll ich meine Hand da reinstecken. Oh nein, wir aktivieren den oder so eine Scheiße, oder? Tut mir leid, Kumpel. Schöne kleine Ding wird dir helfen, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party teilzunehmen. Du musst dir den Eintritt verdienen, Ethan. Mhm. Oh nee. Da lebt, das lebt noch. Alter, da. Jo, ist das unbesiegbar oder was? Ih, was ist das? Es ist unbesiegbar. Ich glaube, das Ding ist echt unbesiegbar. Da ist noch was. Was soll denn das? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt weglaufen die beste Taktik ist. Wir haben kaum noch Munition. Nein. Nein, nein. Ja, ist gut.
Oh, der geht. Ui, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Ja. Ei, nein, verpiss dich. Aua, au. Nein, nein. Ich krieg den nicht getroffen. Er snackt sich was und... Jetzt geh weg, geh weg. Mach die Tür zu, Tür zu. Moment, hier ist gar nichts drin. Oh nee, das Ding kommt uns nach. Ich muss die Munition hier... Das ist scheiß... Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir haben kaum noch Munition. Wir müssen Munition finden. Und zwar, bevor hier irgendwas passiert. Moment, was? Nee. Ja, hier können wir nichts mehr machen. Das heißt, weg hier. Ui! Oh nein. Ha, ich glaube, der ist durch uns. Nein, der ist nicht durch uns durchgesprungen. Ernsthaft? Wir können nicht über diese Dinger laufen? Oh nee. Vierbeinige Molded. Diese Variante hat zwar nur geringe Gesundheit, aber läuft auf allen Vieren und ist schnell und wendig. Wenn die Kreatur innehält, sollten sie nicht lange zögern, schnell abdrücken. Wirklich? Tatsächlich? Ist das so? Das schöne kleine Ding wird dir helfen, ja, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, und an unserer Party. Schnell, 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 einfach schnell. Ja, 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 ja. Mach ich. Mach ich. Schnell, schließ auf, schließ auf, schließ auf. Geh auf! Oh. Okay. Da kommt jetzt gleich der. Die Frage ist, ob wir den mit dem Flamethrower... Ach, ich hab ganz scheiß auf den Schrotflintenschuss. Hier ist keiner, da ist das Vieh. Boah, nee, ey. Okay, okay, weiter, weiter. Bitte, bitte lass hier keine mehr sein. Okay, es reicht jetzt auch. Okay, war nicht so schlecht, dass wir gestorben... War nicht so schlecht, dass wir gestorben sind. Wir haben ordentlich Munition gespart. Nochmal speichern. Nein, nicht neu. Ach, scheißegal. Oh, das ist hart. Das ist sehr hart. Das ist sehr, sehr hart. Okay, pass auf. Wir müssen... Moment, wo müssen wir den Schlangenschlüssel benutzen? Hier können wir jetzt kurz schauen. So. Hier nirgendwo. Hier. Bitte nicht da oben irgendwo. Nee, da ist was anderes. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, wir müssen nie wieder in diese Scheiße da. Aber, genau. Kinderzimmer, bitte nicht. Das heißt, wir müssen wieder dahin. Okay. Das heißt, wir müssen dahin, wo Papa Baker uns gejagt hat. Ja, nee, ich bleib hier. Ich beende nämlich an dieser Stelle den Part. Boah, ich bin fertig mit den Nerven. Ich bin komplett fertig mit den Nerven. Dieser Part hat mich echt gekillt. An der Stelle sage ich IMJ, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich dann noch da bin. Ciao.